Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. 7 Tage, 7 Plätzchenrezepte, wir haben Tag Nummer 4 und heute zeige ich euch meine hübschen Punschplätzchen. Los geht's! Dafür braucht ihr 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 160 Gramm brauner Zucker und etwas Vanilleextrakt. Dann braucht ihr noch 100 Gramm gemahlene Mandeln, einen Esslöffel Plätzchengewürz von Just Spices, 2 Eier der Größe M, 250 Gramm Butter, 100 Gramm Kirschmarmelade, ihr könnt aber auch eine andere nehmen, 4 bis 6 Esslöffel Punsch, da kann es auch sein, dass es etwas mehr ist und dann noch 250 Gramm Puderzucker. Es kommen alle Zutaten in eine Schüssel und zwar das Mehl, der braune Zucker, ihr könnt übrigens auch weißen Zucker nehmen, das Backpulver, die gemahlenen Mandeln, dann noch das Plätzchengewürz, etwas Vanilleextrakt, ich mache da immer so knapp einen Teelöffel voll. Dann die Butter, die sollte übrigens nicht ganz so kalt sein. Die 2 Eier und dann wird das Ganze verrührt. Ihr seht hier, ich habe endlich einen neuen Flachrührer und zwar von TschimmHook. Der ist so genial, man kann so wunderbar Plätzchenteig damit kneten. Ich kann ihn euch echt empfehlen, unten in der Infobox habt ihr einen Link, wo ihr ihn euch auch besorgen könnt. So, mein Teig ist fertig, schaut euch das an. Man muss fast gar nichts mehr mit der Hand machen, einfach perfekt. Der kommt jetzt noch mal kurz auf eine Arbeitsfläche und ich knete grundsätzlich die Mürbteige immer noch mit der Hand durch. Der darf dann für 2 Stunden in den Kühlschrank. Das hier waren jetzt meine Ausstecher. Ich habe den unteren genommen und den klitzekleinen daneben. Ihr braucht für ein Plätzchen 2 Plätzchen. Und die stecht er aus. Ich habe meinen Teig so gut 1 bis 2 Millimeter ausgerollt. So 2 Millimeter ist in Ordnung. Die Plätzchen kommen auf ein Blech. Und dann müsst ihr bei jedem zweiten Plätzchen in die Mitte ein Loch stechen. Also ihr könnt jetzt eine Lochtülle nehmen, aber ich hatte eben diese süße kleine, den Blumenausstecher. Dann dürfen Sie bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für gute 10 bis 12 Minuten backen. Und nach dem Backen sahen sie so aus. Bitte komplett auskühlen lassen. Bevor es zum Füllen geht der Plätzchen oder besser gesagt zum Zusammenstecken, müsst ihr zuerst die Punschglasur machen. Also die Plätzchen müssen zuerst mit der Punschglasur bedeckt werden. So sieht es aus. Der hat so eine schöne leichte Roséfarbe. Dann nimmt er jetzt einfach das Plätzchen mit dem Loch, taucht es da hinein, legt es auf ein Blech, am besten auf Backpapier, weil dann kriegt das auch schön locker wieder runter und lasst das bitte trocknen. Ganz, ganz wichtig. Wenn es trocken ist, kommt dann die Marmelade. Wenn die Marmelade zu fest ist, ein bisschen warm machen, nicht zu arg, sonst wird es zu flüssig. Und dann kommt so ein Klecks in die Mitte. Dann nehmt ihr euch ein Plätzchen mit der Punschglasur und steckt es einfach drauf. Ja, und das macht er jetzt mit den ganzen Plätzchen. So sah es dann aus. Ich habe meine Plätzchen noch verziert. Ihr könnt es aber auch so lassen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt hier Schokolade, und zwar weiße Schokolade. Das war Kuchenglasur. Ich habe sie nach Packungsanleitung geschmolzen und dann einfach so Streifen über meine Plätzchen gemacht. Dann hatte ich hier noch 2 Zuckersternchen und Zuckerperlen. Das ist eine Arbeit, muss ich wirklich sagen, weil es ja so ein kleines Gefitzel ist. Aber es rentiert sich. Ich finde, sie sahen dann richtig toll aus. Vielleicht habt ihr auch eine bessere Idee oder eine schönere. Da bleibt eurer Fantasie freien Lauf. Ja, und dann sind meine Plätzchen auch fertig. Die müsst ihr ebenfalls in einer Box kühl, dunkel und trocken lagern und da sind die ebenfalls so gute 3 bis 4 Wochen haltbar. So die typische Zeit halt. Ja, das war jetzt Tag Nummer 4. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch eine tolle Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss!